Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich habe mir hier gerade mein Frühstück zubereitet. Eine Quarkbowl mit Apfel, Walnüssen, Mandelmus und Cineminis. Das ist eine absolut Lieblingskombination von mir. Und ich dachte mir, ich möchte heute ein bisschen mit euch über die Weihnachtsfeiertage sprechen. Die stehen ja jetzt auch in ein paar Tagen schon an. Und ich weiß, es ist ja nicht für jeden die schönste und tollste Zeit des Jahres ist, was es ja eigentlich sein sollte. Und deswegen möchte ich da ein paar Tipps und Impulse mitgeben, wie es einem vielleicht ein bisschen leichter fallen kann, sich auf diese Tage einzulassen, gerade jetzt in Bezug auf das Essen, was es gibt und das viele Sitzen, das viele zu Hause sein, wo ich eben auch aus Erfahrung weiß, dass es mir nicht immer ganz so einfach gefallen ist. Und deswegen, ja, wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei diesem Video. Lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr euch für diese Themen interessiert. Und ja, ich lasse mir jetzt erstmal mein Frühstück schmecken und dann melde ich mich später nochmal persönlich bei euch mit diesem Thema. So, Frühstück ist aufgegessen. Ich habe mich hier mal wieder an meinen Platz gepflanzt, sitze auf meinem gemütlichen Kissen auf dem Boden und nicht wundern, da das Regal ist schon ein bisschen ausgeräumt, denn ja, der Umzug rückt immer näher und wir werden jetzt im Dezember auf jeden Fall sehr viel Zeit in unserem Haus verbringen, aber eben auch bei unseren Familien, und deswegen haben wir halt hier auch gar nicht dekoriert, einfach weil es sich nicht lohnen würde und wir jetzt in dieser Wohnung auch nicht so die Motivation haben, sondern einfach schnell umziehen wollen. Genau, und die Weihnachtszeit ist ja immer bekannt als so die schönste Zeit des Jahres. Alle kommen zusammen, es gibt super viel leckeres Essen, einfach eine schöne Zeit, die man verbringt. Man kann einfach mal nichts tun und ja, so ein bisschen die Energie oder die Batterien aufladen für das neue Jahr. Ich weiß aber auch aus Erfahrung, dass das eben nicht für jeden der Fall ist, dass das eben so die schönste und entspannteste Zeit des Jahres ist. Eben gerade, wenn man ein Thema hat mit dem Essen, was es da gibt, und auch mit dem Tagesablauf, der einfach ganz anders ist. Man kann seine Routinen nicht durchziehen. Man sitzt viel rum, man ist viel drin, es gibt viele Kekse, es gibt viel neues Essen, und das kann eben eine, ja, große Herausforderung sein, dass man sich einfach viele Gedanken macht, war das jetzt zu viel oder hat man irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn man ein bisschen mehr gegessen hat. Deswegen wollte ich da einfach mal so ein paar Gedanken und Impulse und Tipps dalassen, die euch vielleicht über diese Weihnachtszeit motivieren können, aber eben auch über diese Zeit hinaus. Denn da kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Es kommt nicht auf diese einen Tage an. So, man muss immer rauszoomen und mehr das große Ganze sehen. Und ich habe letztens einen Spruch gelesen, so die Zeit zwischen Dezember und Januar ist nicht die entscheidende Zeit, sondern die entscheidende Zeit ist das, was zwischen Januar und Dezember passiert. Ich fand das total inspirierend, weil das eben so sehr stimmt. So klar, es sind mehrere Tage, so Silvester und dann der erste Weihnachtsfeiertag, der zweite Weihnachtsfeiertag, dann es zieht sich, ich weiß das, aber es ist trotzdem, wenn man so das große Ganze betrachtet, sind es wenige Tage und es ist okay, an diesen Tagen einfach mal loszulassen. Und ich würde jetzt auch gar nicht so an die Sache rangehen, dass ich sagen würde, oh, ich mache jetzt eine Ausnahme und danach geht es wieder normal weiter und irgendwie besonders strikt, weil wir müssen das ja wieder gut machen, sondern eher diese Tage vielleicht als kleinen Raketenstart zu sehen, um danach das, was man eben an Erfahrungen gesammelt hat, während diesen Tagen natürlich weiterzuführen. Ne? Denn es ist nicht der Sinn der Sache zu sagen, oh, das ist dann eine Ausnahme, da ist dann alles erlaubt, ich darf mich irgendwie vollfressen mit diesen ganzen Keksen und mit diesen ganzen Leckereien und danach ist aber wieder Schluss. Sondern wenn man halt an einem Punkt ist, wo man sich kein Lebensmittel verbietet, und sich jederzeit die Erlaubnis gibt, solche Kekse oder diese ganzen Leckereien eben zu essen, dann hat man langfristig gesehen auch gar nicht so das Bedürfnis, sich eben vollzustopfen, weil es ja eine Ausnahme ist, sondern es gibt halt keine Ausnahme. Und ja, wenn man natürlich jetzt noch nicht an dem Punkt ist, einfach zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt drauf ein, ich inspiriere mich so ein bisschen an anderen, wie machen andere das, aber jetzt nicht, genau, aber jetzt nicht so, dass man in den negativen Vergleich geht, sondern eher sich halt so inspiriert und sich einfach anpasst, ne? Indem man zum Beispiel einfach mal Ja sagt, wenn man was angeboten bekommt, oder einfach mal etwas wagt, ne? Einen Schritt in eine Richtung geht,
wie man es vielleicht letztes Jahr nicht gemacht hat. So, das ist auf jeden Fall so der erste Impuls, den ich euch gerne mitgeben möchte. Als zweiten Impuls kann es schon helfen, sich einfach mental und gedanklich so ein bisschen auf die Tage vorzubereiten. Die Weihnachtsfeiertage sind Tage, die relativ routiniert ablaufen, also man kann sich relativ gut vorstellen, was da alles auf einen zukommt, was es eben zu essen gibt und sich da so ein bisschen vorzubereiten, sich vielleicht auch mal die Frage zu stellen, was wäre denn jetzt das Schlimmste, was passieren könnte und dann zu merken, hey, eigentlich ist es gar nicht so schlimm und ja, natürlich sollte man da auch wieder aufpassen, jetzt nicht in so eine Kontrolle zu verfallen, dass man irgendwie sich sehr stark darauf fokussiert, dass alles genauso abläuft, wie man sich das vorgestellt hat, weil das ist auch nicht der Sinn der Sache, aber sich so ein bisschen Gedanken zu machen, um einfach nicht in eine Überforderung zu kommen, wenn es dann soweit ist, kann schon auch sehr helfen. Sich dann auch vielleicht im Vorhinein schon Gedanken zu machen, was kann ich denn an diesen Tagen tun, wenn ich merke, es geht mir gerade nicht so gut? Kann ich vielleicht einmal kurz den Raum verlassen, einmal durchatmen, mein Nervensystem wieder regulieren? Kann ich vielleicht eine Freundin anrufen? Kann ich mit meinen Eltern sprechen? Wen kann ich um Unterstützung fragen? So, du musst es nicht alleine durchstehen, du musst es nicht alleine meistern, sondern darfst Hilfe annehmen, darfst um Unterstützung fragen, das ist gar kein Problem und es ist auch ein Zeichen von Stärke, dass man einfach andere Leute mit ins Boot holt und sich auch da eben unterstützen lässt. Genau, du musst es niemandem recht machen. So, wenn du kurz das Bedürfnis hast, zu sagen, hey, ich verlasse einmal kurz das Wohnzimmer, gehe einmal kurz in mein Zimmer oder ins Bad, wenn man irgendwie zu Besuch ist, um einmal durchzuatmen, sich kurz zu sortieren oder irgendwie jemandem kurz eine Sprachnachricht zu machen, dann ist das okay. So, du darfst dich priorisieren, du darfst für deine Bedürfnisse einstehen und du musst es niemandem recht machen. Genau, und ich glaube, ich habe jetzt auf jeden Fall schon viele Punkte genannt, ja, die eben helfen können. Also einfach wirklich versuchen, sich drauf einzulassen, versuchen, sich nicht zu sehr zu stressen, indem man halt gedanklich so ein bisschen sich vorbereitet, aber eben nicht in eine Kontrolle fällt, also alles in so einer kleinen Balance eben angeht und ja, eben wirklich rauszuzoomen. Also ich glaube, das ist so der größte Tipp, den ich euch mitgeben kann. Es kommt nicht auf jeden einzelnen Tag an und das ist auch so das Thema, was halt diese Stimme im Kopf einem immer sagen will, so jeder Tag muss gleich ablaufen und das muss so die Routine sein und das muss alles durchgezogen werden, aber ja, es wird nichts passieren, wenn man das mal nicht tut, denn es kommt nicht auf jeden einzelnen Tag an und auch nicht auf jede einzelne Mahlzeit, sondern eben diese Tage als kleinen Raketenstart, wie ich gesagt habe, zu sehen und einfach zu sagen, okay, ich nutze diese Tage jetzt, um wirklich nochmal Vollgas zu geben und um danach einen großen Schritt weiter zu sein. Sich da vielleicht auch die Frage zu stellen, wie habe ich letztes Jahr Weihnachten verbracht, wie habe ich mich gefühlt, wie ging es mir und was möchte ich dieses Jahr ändern und wo möchte ich nächstes Jahr Weihnachten stehen. Also das ist ja auch so eine Zeit, die meisten haben frei, man hat ein bisschen Zeit, um sich Gedanken zu machen, um sich zu reflektieren, zu gucken, was möchte ich nächstes Jahr erreichen, vielleicht ein Vision Board zu basteln, das habe ich übrigens auch schon gemacht im Dezember. Es ist immer schön zu sehen, so wie sah mein Vision Board letztes Jahr aus, was ist in Erfüllung gegangen, was ist vielleicht nicht mehr so wichtig, was ist keine Priorität mehr von mir, was hat sich verändert, was kann bleiben. Also ja, einfach so ein bisschen ja, Achtsamkeit und Reflexion in den Alltag zu bringen. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wertvoll. Genau, ich nehme euch aber jetzt auch noch ein bisschen mit durch meinen Alltag heute. Wir werden nämlich jetzt gleich in den Baumarkt nochmal fahren, zu Obi fahren wir, weil wir noch ein, zwei Dinge brauchen, um genau im Schlafzimmer weiterzukommen. Und heute Abend geht's dann ins Kino. Wir waren echt schon bestimmt 2 Jahre nicht mehr im Kino. Also es ist so krass, weil wir wohnen ja jetzt hier 1,5 Jahre ungefähr. Und seit wir hier wohnen, waren wir nicht mehr im Kino. Und ich glaube, so die letzten Monate, als wir noch in Köln gewohnt haben, bevor wir umgezogen sind, waren wir auch nicht mehr im Kino. Und deswegen, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Wir werden uns den neuen Willy Wonka-Film anschauen. Das passt ja auch in diese Weihnachtszeit. Und ja, nehme euch dann noch so ein bisschen mit für den Rest des Tages.
So, wir sind auf jeden Fall jetzt zurück vom Baumarkt. Es war auch sehr erfolgreich. Wir haben ein bisschen was gekauft, also unter anderem noch Wandfarbe und eine Lampe, sogar zwei Lampen. Also eine so eine richtig schöne Lampe fürs Schlafzimmer. Ich hoffe, dass es dann auch so aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wir haben dann noch ein Brötchen da gegessen, hatten danach noch ein bisschen Hunger und ich habe mir dann nochmal eine kleine Pommes bestellt. Ja, jetzt bin ich aber sehr gut gesättigt, auf jeden Fall. Es war doch mehr, als ich gedacht hätte. Genau, und was jetzt ein bisschen ärgerlich ist, ich habe heute auf ein Paket gewartet. Und ja, das wurde einfach nicht zugestellt, wurde einfach so, ja, jetzt zu einer Postfiliale gebracht. Und ich kann das jetzt auch schon abholen. Wir haben es jetzt fast 16 Uhr und es geht bis 18 Uhr. Und wir müssen aber um 17 Uhr schon losfahren, weil wir ins Kino gehen. Ja, das ist halt jetzt ein bisschen blöd. Aber genau, vielleicht laufe ich dann doch noch schnell dahin oder ich mache das dann morgen. Aber ich bin dann auch immer nicht so ruhig, wenn ich weiß, ah, da liegt mein Paket jetzt wo rum. Deswegen mal gucken. Und ja, ich bin eigentlich auch jetzt sehr müde, weil ich kann euch sagen, dieses im Baumarkt sich alles anschauen, das ist schon sehr anstrengend irgendwie. Vor allem, wenn man dann so Lampen anschaut, die die ganze Zeit oben sind und dann leuchtet alles. Ach, das ist einfach sehr, sehr viel. So, wir haben es jetzt den nächsten Tag und ich melde mich hier von der Couch, von meinem Lieblingsplatz. Der Film gestern war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also gerade auch so für diese Jahreszeit passt es einfach perfekt. Wenn ihr den Film also noch nicht gesehen habt, dann kann ich euch den sehr empfehlen. Ja, war schön mal wieder im Kino zu sein. War auch ein sehr schönes Kino. Genau, und ansonsten, ja, sage ich einfach mal frohe Weihnachten. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit. Ich werde mir wahrscheinlich so zwischen den Feiertagen eine kleine Auszeit nehmen von YouTube. Ich weiß noch nicht genau, ob ein Video online kommen wird oder nicht. Da möchte ich mich aber auch gar nicht unter Druck setzen, sondern einfach schauen, ja, wie die Tage so sind. Ich versuche es zu genießen, auch die Zeit im Haus und einfach präsent zu sein. Das kann ich euch auf jeden Fall auch sehr ans Herz legen, einfach mal ein bisschen Abstand von YouTube, Instagram, Social Media insgesamt zu haben und wirklich mal das Handy beiseite zu legen, um dann auch wirklich präsent zu sein. Genau, ich werde mich jetzt an das Video setzen, dass ich das auch geschnitten bekomme, denn morgen geht es ja auch schon los. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich dann erst im neuen Jahr wieder mit neuen Videos. Ich freue mich auf das nächste Jahr, auf neuen Content und hoffe, ihr freut euch genauso wie ich.